Ich stehe in dem Schrank. Ich hab mich auch in den Schrank gestellt. Und da läuft hier vorbei, der Killer. Ja, das ist an mir auch vorbeigelaufen. Oh, er hat schon getroffen. Ja. Holst du den runter? Nö, nö, der liegt noch da. Er holt da hinten, da holt noch den. Das ist der, der hier. Ach, war direkt hier dran. Ach, ein anderer kommt schon direkt hin. Hier den runter. Nee. Ich bin am Schrauben, wie immer. Voll Risk hier mit dem Killer nebendran. Ah, jetzt ist er weg. Ist er wieder ist er in eure Richtung gekommen. Das war ich. Jetzt guck, der Bastard hat doch hier einen Schrank. Hat er dich jetzt? Ja, der hat mich. Und dann ist wieder mit gleichen Haken, der Bastard. Bleibt der da? Ja, der ist, bleibt da in der Nähe. Soll ich trotzdem mal Full Risk kommen und dich runterhängen, oder was? Ja, ein bisschen was weg ist er. Der ist hier am Haus hinten. Ja, ich seh dich. Ich seh dich. Ja, der ist da hinten am Haus, steht der und guckt zu. Der ist links neben der Hausecke, ist der. Ja, ich hör den. Herzschlag. Komm, der bisschen. Ne, der bleibt hinten. Der bleibt am Haus. Wir müssen also wieder uns in deine Richtung verziehen. Jetzt kommt er näher. Ja, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Jetzt ist er wieder nah dran. Ja, ich seh den. Ah, der hat mich schon gesehen. Ja, ja. Hier zu mir. Scheiße, ja, er hat gedacht, der hat gerafft, was ich vorhatte. Ich wollte nämlich während der Fluchtaktion dich abhängen, weißt du? Ja. Warte, der hat mich noch auf, der hat mich vielleicht noch im Schirm. Ja, da ist es drin. Ah, ist vorbei mit dir, Scheiße. Ah, Kacke, jetzt hat er mich. Ich wollte ihn jetzt zum Schluss nochmal ablenken, damit der andere dich hätte abhängen können, ne? Ja, die anderen waren zu lange am Schrauben. Was, schleppt er mich rein in den Keller oder was? Ja, natürlich. Na komm schon. Und zack aus. Ja, die Kettensäge ist scheiße, wenn man damit nicht direkt in der richtigen Richtung trifft. Jetzt kann den Kettensägen wieder im Kreis laufen können, ne? Oh shit. Ja, ich habe lauter ein Brett gesucht, was ich dem vor die Füße werfen kann. Hier von links war eins, weißt du? Ja. Und dann hätte ich den lauter um diese große Sperre drumherum geführt. Boah, das schaffe ich jetzt nicht mehr, bis runter. Könnten die dich ja jetzt machen.
Die gehen weiter, Generatoren. Ich hab das Gefühl, die haben. Ich hab das Gefühl, die haben nicht gerafft, dass es ohne Ende Punkte gibt für das Abhängen von Leuten, gell? Ja, und vor allem das sinnvoller wäre. Ja. Wobei, wenn du Glück hast, können die theoretisch noch hier in dich abhängen. Da müssen sie sich aber schon beeilen, ich kämpfe hier schon. Ja, ich glaube, die opfern mich eiskalt, ne? Damit sie den letzten Generator noch rund kriegen. Ja, die kommen zwar in deine Richtung, aber... Na, ich hilft ja nicht mehr. Ah, fast 600 gekriegt noch dafür. Ich hab 650 gemacht. Ah, der Killer hat sie gesehen. So, was gab es denn noch? Ah, 5,9 habe ich noch gekriegt. Ja, aber ich glaube, jetzt können wir das überprüfen, Markus, mit dem Rang, ne? Ja. Ich bin jetzt wieder Rang 20 und mir fehlt eins der Felder. Ja. Ja. Boah, da musst du richtig übertrieben gut sein, ne? Ah, da unten gibt's 8000, da 3000, da 5000. Ah, habe ich noch zwei Felder auf, dann bin ich bei 10. So. Nochmal versuchen oder was? Jo. War für uns beide jetzt eher eine kurze Runde. Der letzte. Aber diesmal ging es auch fix mit Spiel finden, ne? Ja. Fünf, acht, 16.000. Chanel, ich hol jetzt mal ein Taschenlampe mit. Obwohl ich der Meinung bin, die Scheißdrecks Taschenlampe bringt einem gar nichts, ne? Nicht viel, ja. Die müssten wir mal in so einem Zweierspiel alleine mal ausprobieren. Das stimmt eigentlich. Vielleicht lasse ich die dafür lieber weg. Damit man mal was zum Rumprobieren hat. Wie tue ich den jetzt weg? Wie tue ich die denn weg wieder? Auch wieder drauf klicken wahrscheinlich. Ja. Ah, du bist so schlau. Bin so geil. Deine Stimme ist ja an, ne? Yes. Das heißt, wir dürfen jetzt wieder keine Scheiße labern, weil du am Aufnehmen bist. Dürfen erst recht Scheiße labern, deswegen. Ah, ja, dann müssen wir den nächsten Mal hochladen, ne? Und nicht hier laufen. Ja, ja, ich bin kräftig am Schneiden, Rendern und sowas. Damit es doch zeitnah eine Best-of-Folge mal gibt von Dead by Daylight, ne?
Ja, ansonsten muss mir mal die Datei geben und die Account-Daten, dann lade ich das von meinem Rechner aus mal hoch. Oh ne, dann bist du aber eigentlich mit dem Online-Ding, bist du mit deinem Ding hier. Eigentlich, ja. Ja, ich hab jetzt erstmal, bin ich mit dem Raphael. Ey Leute, was ist denn da los bei euch? Oh, sind die wieder rausgegangen? Ah, okay. Ich hab, ich fahr jetzt erstmal nächsten Samstag zum Raphael. Bin ich mit dem verabredet. Und da hole ich auch sämtliche Videos mal mit, die ich hab, weißt du? Und dann tue ich mal bei dem. Von dem daheim mit der 16, ne Quatsch, 16, der 24 Mbit Upload. Ja, wenn der Server das mitmacht. Naja, ansonsten, wenn das nur um das Kopieren da hochgeht, dann kann ich auch einmal, ich bin ja eh meistens einmal die Woche bei dir kurz dabei, dann hole ich einen Stick mit und dann wird der Stick an die Festplatte gehangen und geht ja innerhalb von 1-2 Minuten rüber. Ja, ja, die Videos so auf den Stick zu kopieren ist kein Ding, ne? Ja, und mein Ding kann ja, läuft ja eh 24 Stunden. So, wann hast du denn gestartet? Oder läuft etwa schon? Was läuft schon? Das Video. Ja, ja, klar, ich mache ja Daueraufnahme, ich schneide die ja passend. Wie startet man nochmal? Eine Aufnahme oder was? Zweimal Share. Ja, Share im Doppelklick. Kriegst oben links eine Meldung. Dann lade ich nämlich auch mal, dann kannst du nämlich das Spiel gleichzeitig laufen lassen. Kannst du doch bestimmt Picture in Picture. Das geht, ja. So, ich habe diesmal eine richtig geile Werkzeugkiste dabei. Ich glaube, ich fange mich jetzt mal hier an, ein bisschen zu sabotieren. Ja, da gibt's Tagesritualbonus für die Haken, ne? Habe ich nicht geguckt, wo jetzt aktuell in den Tagen. Da, bei mir geht 9 Haken sabotieren und dafür gibt es 18.000 und noch was, glaube ich. An Blutpunkten. Na, da hat er mich schon, ist klar. Wenn ich eine Kiste mit. Wer ist denn da? Wer ist denn da? Gute Frage. Wer ist denn der Killer? Ich guck halt nach hinten. Ah, der Fallensteller ist. Ne, ich will ja von Dead by Daylight auch nur Best-of-Folgen machen, so mit lustigen Momenten und so ein Kram halt nur so was. Zusammengeschnittenes, genau wie ich das von GTA ja auch nur machen will. Das ist gut, wenn man hier um so Felsen läuft und jetzt hatte ich irgendeinen Rekord mal gefunden. Ja, auf, auf. Nee. Mich direkt neben einem Haken erwischt. Das gibt's doch wohl gar nicht. Wie kann sein, dass ich den eben kaputt gemacht habe? Ah ne, der geht ganz gut. Ich sehe das da unten, ich bin hier oben. Ja, ich habe nämlich gerade den Generator klar gemacht, war dann zu gierig und wollte die Kiste auch noch links machen, weißt du? Die daneben stand. Gucken, ob ich ein Item finde.
Gott sei Dank, also siehst du mich oben im Haus, ich bin oben, müsstest du mich anfangen. Ja, ja, ich seh dich. Ich seh dich. Bist am Generator am Fummeln, gell? Ne, der hat eine Falle vor mir aufgestellt und campt auch hier. Scheißkiller. Komm nicht trotzdem. Aber hast du noch nichts? Ja, ja, ich bin nicht am Strampeln und nix. Ich würde aber auch gleich weg. Ja, ich muss schon kämpfen jetzt. Na, der Stich steht immer noch hier, aber der entfernt sich immer mal ein paar Meter mehr, aber. Hast du noch ein bisschen zu kämpfen, dann glaube ich, ist wieder deine Arme. Na, jetzt schlägt er auch noch mehr. Der steht immer noch hier, der wartet nur darauf, dass einer kommt. Kannst vergessen hier das. Also der ist immer noch hier, ne? Also hier ist auch noch ein anderer. Der wartet auch da hinter der Ecke ab, weil der hier so campt. Na scheiße. Ja, ja. Das war eine lange Runde, ne? Ein Totem, ein Generator, direkt am Haken und ab. So, nicht traurig. So, wo sind wir denn hier? Bitte jetzt keinen Zuschauen-Bug. Was habe ich noch gekriegt? 3400 habe ich schon gekriegt. So, wo ist der Markus da? Schön, komm jetzt die Strafkamera raus. Ja, aber dass man wenigstens zugucken kann, das ist viel, viel wert, ey. Ja, ruckelt aber ein bisschen. Ach, sogar der Fähigkeitscheck wird einem hier angezeigt. Manchmal nicht, manchmal hörst du den einfach nicht. Es geht nur in den Schrank. Herr Kütten. Das hilft manchmal, gell? Die gucken echt nicht immer in Schränke. Nee. Weil das Schränke kontrollieren, das kostet richtig Zeit als Killer. Ja. Aber manchmal klar, manchmal klar. Hat auch einen anderen direkt, also da ist noch mehr Zeit im Rücken. Was macht das Perk, das du da hast? Dann siehst du schnell die Verbündeten. Ach, das ist das. Ja. Ja, ja, sauber. Mit dem Killer wollen wir nicht mehr spielen. Ach, der andere hat sich oben befreit. Siehst du oben das Gelbe? Da sieht man. Zack, der hängt. Ah, der hat aber noch gute Energie. Jetzt bleibt er da stehen. Jetzt geht er gleich, dass ich in so einen Mauerwinkel suchen oder irgendwas. Wo sich so ein bisschen hinterstellen kann. Ah, der versucht sich abzuhängen, ne? Der kämpft schon. Oh,
wird alle angeschlagen. Ey. Siehst du, hinten läuft der noch. Das ist ein Penner, ey. Ja, ich hab den nicht gesehen. Nee, der Typ hätte was sagen. Ja, mir hat Wiggle nichts gebracht. Schlag ja direkt neben dem Haken. Aber das hasse ich ja, wenn sie dann noch so zuschlagen, gell? Das ist ja nicht schlimm, da bist du nur damit du noch ein bisschen mehr schwer ist. Ah, der holt dich, will dich wiederholen. Ja, der hat schon direkt die Richtung gewechselt, der war schon schlauer, ey. Oder wäre ich jetzt an dem Ding gewesen, dann wollte ich eben schon, wollte ich wieder zurücktreten, dann oh, ist der andere so noch in eine Falle gerannt, ey. Ja, das geht's überhaupt nicht, ey. Wir wittern jetzt, dass der hier campt, ihre Chance, den Generator fertigzustellen. Du hast noch 6.900 Mediolt. Oh yes. So, lädst du wieder ein? Ja. Jo, ist raus. Schola, noch mal zu trinken hier. Es. Aber hier für die Haken zu sabotieren geht der der Werkzeugroboter ganz schön schnell weg.
wieder da. Ich eben noch gesagt habe, hier für die Haken zu sabotieren, gibt der Werkzeugstoffer dann schon schnell kaputt. Ja. Aber gut, du, das 9 Haken kriegst du eh nicht in einer Runde gemacht, ne? So viele gibt es ja, glaube ich, gar nicht. Ja. Ledige 7 mit die Xa, fange 9 Überlebende mit Bärenfangen und die kommen und sammeln ein neues Hafen. Ne, ich hab noch vom Geist soll ich noch irgendwie 8 Überlebende töten, nachdem ich aus dem Unsichtbarkeitsmodus komme oder so. Habe ich bei mir noch. Ja gut, aber das andere wie du, das war nicht mit dem Sabotieren. Hast du das Töten mit der Kettensäge? Nee. Weil bei mir stand nämlich so und so viele Leute mit der Kettensäge töten. Da habe ich da auf Löschen gedrückt, weil ich das sowieso nicht mache, weil ich keine Lust habe, mit dem Hinterwäldler zu spielen. Und da hat er mir direkt ein neues zugeteilt, als er das rausgelöscht hatte. So, das kann man löschen. Also mal gucken. Ja, guck, musst du gucken. In der Sinn mit diesen einzelnen Feldern ist so unten rechts so ein Löschensymbol. So eine Mülltonne abgebildet. Ich habe hatten wir aufgehört, wann war das? Am Donnerstag, ne? Mhm. Anschließend noch eine Runde Killer gemacht, die ich ausgemacht habe, ne? Ja, und alle geholt? Nein. Aber das war nicht schlimm. 12.000 Points mit dem Doktor geholt. Oh, das ist nice. Und der Doktor ist ja der pure Terror, gell? Mhm. Das hat mir also schon Spaß gemacht, die Leute mit diesen Elektroschocks quälen, ne? Ja, ja, und dann werden die ja verrückt, ne? Genau, genau. Schreien die ganze Zeit und so weiter. Ich fand das amüsant. Und wenn du da, bist du gerade am Generator dran? Nein. Ja, ich sehe aber einen anderen Spieler, der da an einem Generator fummelt. Ja, du hast schon gesehen, wie ich in den Schrank rein bin. Oh je. Wo hatte ich denn nach da hinten? Das ist auf jeden Fall. Welchen Killer haben wir denn? Hinterwelt, wann ist das? Ja, ich höre die Kettensäge. Okay, so bist du in der Nähe, ich bin. Oh ja, ja, ich sehe den. Ah, du bist schon wieder abgehangen, ne? Ja, ich bin schon einmal geholt. Hängt ein anderer direkt dran. Oh, Markus. Ja, ich hab mich hier versteckt im Bild noch, wir sind jetzt gleich am Haken. Ja, du hängst von mir etwas weiter weg, so wie ich das sehe, aber ich habe gleich den Generator voll. Ey, du bist schon tot?
ein kurzes Spiel. Das war aber ein echt kurzes Gastspiel, was du da gemacht hast. Mir fehlen 24 Punkte für den nächsten Teil. Okay. Oh oh. Nein, bring den doch nicht mit. Weil der Bekloppte, ne? Wir sind gerade drei Überlebende auf einem Fleck, so wie das aussah. Der ist nicht da drin. Da läuft er. Ja. Er hat dich gesehen, glaube ich. Mich hat er nicht gesehen. Ach, das war irgendein anderer, der mich hier hatte. Vögel da. Oh, ne, ne, das ist heiß. Wieso geht der nicht da lang? Ach so. Andere vom letzten Leben kommen, der ist mit dem Haus. Ne, der läuft doch hier vorne. Ne, der andere, der tritt sich mit dem Haus. Der ist da noch ein Generator am. Ich hab Kauern, ey. Kütten nochmal. Ja, ich traue mich hier gar nicht wegzugehen, ne? Mit den Ketten hast du anscheinend relativ Probleme, ne? Mit den Ketten selber, da, weil du da einmal falsch verfehlst, dann dauert das richtig Zeit. Siehst aber, der, die am Suchen ist, ne? Ja. Was sagen die Ammer oben in Actionzeit? Der ist immer noch hier. Ah ja, der läuft da an dem genau ja noch. Scheiße. Die Vögel habe ich am Hals. Ich verrate meine Position. Scheiße. Nein! Ja, um den zu verraten oder was? Nee. Weil die Krähen verraten ja meine Position noch. Ich habe auch das Glück, genau wie letzte Runde, direkt neben dem Haken zu hängen, ne? Direkt neben dem Haken niedergeschlagen zu werden, ne? Der weiß auch ganz genau, dass der andere noch da ist, ne? Mann. Jetzt sput dich. Ich war gerade was am Trinken.
nein, 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 nein! Ach man, immer bleib ich mit der scheiß Kamera in so einem scheiß Fuck da hängen, ey! Dreckspiel! Wie Solid Snake, hey, durch tolle Gras. Guck mal, hier liegen kann, dann wird es uns erholen, dann warten wir uns da an. Wieder sieht sich vielleicht nochmal hoch. Ja, den anderen hinten hat er nämlich jetzt. Thank you. Oh ne, was war das denn? Ah. Spiel wieder rumgebackt. Manchmal aber auch. Ey, das ist, jetzt willst du mich aber verarschen, ne? Jetzt willst du mich verarschen. Ich krabbel jetzt hier wieder ein hohes Gras. Ja. Bleib ich mal hier liegen. Natürlich! Ohne Scheiß, hat der einen Perk an, für die Niedergeschlagenen zu sehen? Weil als Killer kannst du normal die Niedergeschlagenen nicht sehen. Und tschüss. Oder jetzt darfst du nicht kämpfen, oder? Nö, noch häng ich hier. Ah ja, jetzt. Ach, so scheiß Spiel. Geile Sache. Boah, der hat der Punkt getötet. Lass mich doch mal rechts abbiegen. Was ist denn wieder los hier? Was mach mal hier denn jetzt? Mal so ein bisschen aus den Augen geraten, einfach. Ja. Weil der ist auch so dicht bei mir, scheinbar. Nee, im Leben. Nie im Leben, wenn du jetzt in diesen Schrank guckst. Verdammter Dreckscheater! Willst du mich verarschen? Ah, das Mädel, was ich hier hab, das ist nicht fett genug, um den richtig beim Gehen zu behindern, ne? Die ist so, die so 50 Kilo, 55 Kilo Leichtgewicht. Aber 2000 Punkte. Ah, das war ja nichts, ey. Er hat 4 Perks drauf. Ja? Warte, ich guck jetzt auch mal drüber. Ja. 75% verringert. 6000 habe ich noch gekriegt jetzt. Zeig die Auren von sterbenden Überlebenden an, wenn du ihm im Umkreis von 36 Meter stehst. Natürlich. Wie heißt das Perk? Pirscher? Ja. Pirscher, ja. Ja, kein Wunder. Ist ja echt kein Wunder, dass der mich die ganze Zeit gefunden hat. So schnurstracks, gell? Ja. Ey, das ist doch furchtbar, ey.